Wer vom islamischen Glauben abfällt, der soll sterben. Am meisten macht einem bei so einer Aussage dieses Unerbittliche, dieses fanatische Angst. Dieser islamische Hassprediger zum Beispiel fordert live im Fernsehen den Tod eines aus seiner Sicht Ungläubigen. Und an ihn ist die Todesdrohung gerichtet, den Deutsch-Ägypter und renommierten Wissenschaftler Hamad Abdel-Samad. Seit Wochen steht er nun in Deutschland unter Polizeischutz. Ahmed Şenyurt über sein Leben mit dem Mordaufruf seiner Gegner. Hamad Abdel-Samad ist Politikwissenschaftler und deutscher Staatsbürger. Millionen Fernsehzuschauer kennen und schätzen ihn als Nahostexperten. Anfang Juni musste er eine Ägyptenreise abbrechen. Religiöse Fanatiker forderten seinen Tod, weil er es gewagt hatte, einen Vortrag über religiösen Faschismus und Islam zu halten. Auf Hamads Stirn steht auf dieser Internetseite: Gesucht, tot. Ein ägyptischer Professor konnte den Mordaufruf sogar im Fernsehen verbreiten. Ich sage es hier und jetzt. Er behauptet noch immer, ein Muslim zu sein. Er muss als Abtrünniger getötet werden. Wir treffen Abdel-Samad in einem Hotel. Er lebt seit Wochen in Deutschland unter Polizeischutz. Ich bin früher gerne U-Bahn gefahren. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich fahre immer Taxi. Ich erwische mich dabei, dann gelegentlich mich umzudrehen, wenn ich die Straße überquere. Die Tatsache, dass ich Polizeischutz habe, ist natürlich, erinnern mich die Beamten immer wieder daran, dass ich nicht in einer ungefährlichen Situation lebe. Gefährlich ist auch dieser Mann, Hatem al-Huwaini, einer der einflussreichsten Salafistenprediger Ägyptens. Er hat Abdel-Samad auf ewig Blutrache geschworen, weil er über religiösen Faschismus im Islam sprach. Das ist insofern gefährlich, als diese Salafisten nicht nur in Ägypten, sondern auch hier in Deutschland ihre Anhänger haben. Und insofern muss man ganz genau darauf achten, ob es hier nicht Leute gibt, die sich bemüßigt fühlen, dieses Todesurteil, wenn man so will, in die Tat umzusetzen. Al-Huwaini hat in Deutschland großen Einfluss. Er ist in der Missionsarbeit radikal-salafistischer Kreise aktiv. Hier rekrutiert er mit dem deutschen Islamkonvertiten Pierre Vogel neue Muslime. Deutsche Experten stufen Al-Huwaini indes als moderat ein, trotz seines Mordaufrufs. Ohne große Probleme kann er zur medizinischen Betreuung Deutschland besuchen. Dieser moderate Mensch hat gesagt, dass es zwischen ihm und mir eine Blutrache gibt. Und diese Blutrache würde mit der Zeit nicht verjähren. Das heißt, egal wann, muss diese Rache ausgeübt werden. Macht Ihnen das Angst? Also, ich nehme das ernst. Aber Angst ist es schon ein großes Wort. Wenn ich Angst hätte, würde ich jetzt nicht mit Ihnen reden, würde ich nicht weiterschreiben und würde mich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Der zweite Mordaufruf stammt von einem ägyptischen Politiker. Abdul Maged sitzt im Vorstand einer einflussreichen salafistischen Partei. Anfang Juni rief er im Fernsehen per Telefon dazu auf, den Deutschen Abdel-Samad zu töten. Samad habe den Propheten und den Islam beleidigt. Abdul Maged ist einer der führenden Köpfe der Jama Islamiyah. Wir erinnern uns, Aktivisten der Jama Islamiyah ermordeten im November 1997 in Luxor 62 Touristen, darunter 4 Deutsche. Wer in der Zukunft Ägypten regieren will, braucht die Unterstützung Abdul Magids Partei. Am brisantesten, wie gezeigt, der Aufruf von Professor Mahmoud Shaban. Er forderte den Tod von Abdel-Samad, weil er vom islamischen Glauben abgefallen sei. Professor Shaban lehrt in Ägypten an der bedeutenden Al-Azhar-Universität. Das verleiht seinem Aufruf, Samad zu töten, fast den Rang eines religiösen Rechtsgutachtens, einer Fatwa. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Al-Azhar-Universität ist Kooperationspartner deutscher Universitäten. Am Düsseldorfer Flughafen treffen wir den Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, Professor Korchide. Er setzt sich öffentlich für den bedrohten Abdel-Samad ein, arbeitet aber gleichzeitig mit der Al-Azhar-Universität zusammen. Wie geht das?
Also der Azhar selbst hat uns garantiert, auch in persönlichen Gesprächen, dass der Azhar diese Fatwa überhaupt nicht gut heißt, distanziert sich davor und er garantiert uns, dieser Mahmoud Schaban hat diese Fatwa als Privatperson getätigt. Mehr könne man im Augenblick von der Al-Azhar-Universität nicht erwarten. Also der Azhar momentan ist sehr stark in der Defensive und kann sich leider diesen Luxus nicht leisten, sich jetzt von jeder Aussage zu distanzieren. Ja. Also das heißt, man muss weiter mit der Al-Azhar zusammenarbeiten? Definitiv, man darf Azhar nicht im Stich lassen. Man darf den Islam, die Muslime auch in Ägypten nicht im Stich lassen. Inzwischen habe sich die Al-Azhar-Universität sogar von dem radikalen Professor Schaban getrennt. Abdel Samad reichen solche wohlfeilen Erklärungen nicht. Es war eine Stellungnahme, die nicht in Ägypten veröffentlicht wurde, sondern an die deutschen Adressen gerichtet wurde. Das heißt, an die Kooperationspartner, an die Geldgeber, aber nicht an die tatsächlichen gefährlichen Gelehrten in Ägypten, die immer wieder solche Fatwas von sich geben. Vor 2 Tagen. Wir sind in Kairo. Professor Schaban will mit uns sprechen, aber mit einer Journalistin will er nicht reden. Es muss ein männlicher Kollege sein. Von einer Kündigung durch die Al-Azhar-Universität wisse er nichts. Und er bleibt dabei, Abdel Samad ist ein Abtrünniger. Wer dem Islam beitritt, muss sich an die Regeln halten. Wer den Propheten oder Gott beschimpft, ist vom Glauben abgefallen. Und darauf stehe halt die Todesstrafe. Punkt. Abdel Samad erhielt den Rat, sich nicht weiter öffentlich zu zeigen, Medienkontakte zu meiden, um Fanatiker nicht zu provozieren. Das ist Quatsch. Das ist so ein Argument. Ist sowas von Blödsinn. Warum? Weil die Öffentlichkeit besser schützt alles, der Versteck. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, mich nicht zu verstecken und nicht zu schweigen. Abdel Samad schreibt weiter, auch für arabische Medien. Seit den Todesdrohungen nur mehr aus Deutschland.